Ja, so endlich zurück. Irgendwie hat er mir gesagt, ich hätte nicht genug Speicher. Ja, Moa, wie lange dauert deine Kaserne noch? Circa ein Tag. Dauert die noch? Ich glaube sogar irgendwie einen Tag und, Moment, 6 Stunden. Dann habe ich endlich den Drachen. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Ich wollte ja noch den einen hier besuchen. Da war ich gerade noch. Und dann hat er mir gesagt, ich hätte angeblich nicht genug Speicherplatz. Warum auch immer, hatte ich eigentlich noch genug. Naja, egal. Wo ist der Bilbo? Den hatten wir besucht. Da fand ich die Base eigentlich ganz gelungen. Na toll, jetzt wurde angegriffen. Ey, es ist doch echt. Es ist doch echt zum Mäusemelken. Ja, Bilbo, tut mir leid. Wir haben ja deine Base eben schon mal gesehen und. Ja, ich weiß auch noch ungefähr, wie sie aussah. Von daher kann ich jetzt nichts dafür, aber. Immerhin, das muss man auch sagen, seine Lager haben es ja überlebt. In der Mitte. Die beiden Goldlager haben es ja überstanden. So. Ja, da wollte ich noch einen zeigen. Moment, wo haben wir ihn denn? Da können wir eigentlich noch einen Angriff machen, ne? Gucken wir mal, wo wir ihn haben. Den Mobile Fanboy Clan. Wie hieß er denn nochmal? Gehen wir ein bisschen weiter runter. Der Black ist auch irgendwie inaktiv geworden, habe ich das Gefühl. Da habe ich auch schon länger nichts mehr von gehört. Inge ist jetzt auf 1232, also on the way zu den 1250 Trophäen. Lüt, wen haben wir jetzt hier sonst noch? Wer hat denn eigentlich voll viel gespendet? Das gucken wir gleich mal. Ich habe ziemlich viel gespendet. Ich habe aber auch ziemlich viel erhalten. Ja, muss man auch mal sagen. Aber im Moment ist das Verhältnis zumindest noch etwas ausgeglichener als sonst. Ja, den Relentlich wollte man noch zeigen. Bevor ich dann gleich wirklich mal mit der Arbeit anfangen muss, ey, man kommt jetzt zu nichts hier. Ey. Ich muss meine Masterarbeit noch zu Ende schreiben. Mal eben so, ne? Ihr versteht. Ja, endlich mal jemand, der auch mal die Mauern sofort mal ein bisschen abgedatet hat. Wunderbar. Rathaus, Level 6 hat er. Baut gerade hier noch an seinem Türmchen. Bogenschützenturm Level 6. Müsste er dann eigentlich auf 7 bauen, so wie ich das Prinzip jetzt verstanden habe. Magierturm auf Level 2 und den hier auf. Auch auf Level 2, genau. Ja, in der Mitte seine Clanburg, sein Rathaus. Hier hat er die beiden. Wobei, ich würde das, glaube ich, sogar noch tauschen. Ich glaube, ich würde das mit dem tauschen. Und das mit dem. Hat man dann zwar den Nachteil, dass man vielleicht eher.